ich frage mich einfach, was genau passiert im Hirn, was unterschiedlich ist im Vergleich zum Wiederholen, also nochmal eine Ebene tiefer. Also was genau erzeugen diese Differenzen, dass dieser Selbstorganisationsprozess in Gang gesetzt wird? Also vielleicht einfach ein Also einfaches Hirn sich das. sind jetzt zwei größere Aspekte. Wir fangen erst langsam an zu sehen, was im Gehirn passiert mit diesem mit dieser Art von Training. Was wir sehen ist, und das weiß man von anderen Studien mit Ausdauersport, wenn man 45 Minuten läuft, Ausdauersport macht, dann führt es zu einer quasi Hypoaktivierung des frontalen Kortex. Also die Aktivierung hier geht runter und wenn das Ding runter geht, dann scheint der Rest des Körpers quasi wesentlich besser, Rest des Gehirns wesentlich besser zu arbeiten. Und ja, es stimmt, der Frontalkortex ist das, was uns am stärksten von Tieren unterscheidet, aber ich würde inzwischen sagen, auch die meisten Probleme macht. Weil der frontale Kortex, jetzt vereinfacht, ist so Art die Kontrollinstanz bei uns. Und das weiß man auch bei bestimmten Krankheiten, Parkinson etc., da ist eine Hyperaktivierung im Frontalkortex. Hohes Maß an Kontrollgeschichten drin. Was wir jetzt bei unseren Untersuchungen feststellten, ist, dass schon nach 10 Minuten differenziellem Training der Frontalkortex runterfährt, auf Theta-Frequenzen geht. Wenn der auf Theta-Frequenzen geht, dann weiß man das auch aus Yoga-Studien, dann scheint unten drin die Amygdala anders aktiviert zu werden. Und wenn man das 10 Minuten pro Tag über 4 Wochen hinbekommt, das hat die Frau Hölzel aus München mit Harvard zusammen untersucht, dann sieht man nach 4 Wochen anatomische Änderungen im Gehirn. Und wenn die anatomischen Änderungen stattfinden, dann scheint das Gehirn so quasi wie von sich aus das viel natürlicher zu regeln. Während wenn vorne dran das ganze Ding unter Kontrolle steht, scheint es eher wie wenn da immer ein Dämpfer drauf hängt. Und das ist das, was man im Prinzip im Spitzensport quasi auch beobachtet, dass die am Anfang, so auf höherem Niveau, sich fokussieren und irgendwann sagt sie, komm, gib auf, lass es los. Und dann wird es leer und dann kommt es auf eine höhere Stufe in der Leistung. Die Leichtigkeit. Und es sind genau die Analogien, die man dann im Prinzip im Asiatischen entdeckt, die bei Meditation, bei Qigong, bei Kampfsport dort im Prinzip schon seit Jahrhunderten im Prinzip beschrieben werden. Interessant. Nee, ich frage nur, weil ich einerseits das angucke und sage, okay, das ist effektiv, also funktioniert es und das ist so irgendwie wie so eine kleine dumme Analogie, damit der Zuschauer mich vielleicht versteht. Ich denke halt immer gut, ich möchte ja irgendwie ein Konstrukt oder eine Theorie möchte man ja beweisen und zum Beispiel mein Nervensystem macht das so, indem ich jetzt, ich sehe diese Tasse, ich kann sie anfassen, ich höre sie, wie sie über den Tisch gleitet, also signalisieren mir drei Ebenen meines Nervensystems die Realität dieses Objektes, also ist die Wahrscheinlichkeit, dass es real ist, höher. Ich kann es mit verschiedenen Messgeräten wahrnehmen und genauso frage ich mich beim differenziellen Lernen. Ich habe jetzt auch mich nicht super lange damit beschäftigt. Und deswegen frage ich gerade so, weil ich das so interessant finde, auf welchen Ebenen kann ich das überall nachweisen? Daher rührt die Frage, aber das ist ja super interessant. Also das heißt, es wurden auch EEG habt ihr viel gemacht, MRT-Studien, wo man dann vielleicht auch demonstrieren kann, wo der Unterschied ist. Also ich meine, das sind ja hochkomplexe Fragen auch, ne? Ich vereinfache das gerade alles sehr, sehr Naja, stark, aber. wir haben bislang nur Studien mit EEG gemacht. Wir hatten noch keinen Zugriff zur MRT. Es hat aber auch einen anderen Grund. Mit MRT kann ich mit sehr hoher Präzision sagen, wo etwas aktiv ist. Aber ich habe eine schlechte zeitliche Auflösung. Ich weiß nicht, wann es aktiv ist, präzise, und vor allen Dingen nicht, wie es aktiv ist. Es gibt verschiedene Verbindungen zwischen MRT und EEG. Nur Messen zwei unterschiedliche Sachen. eine wichtige Frequenz, die Alpha-Frequenz, die zwischen Beta und Theta liegt, die korreliert negativ mit MRT. Das heißt, nicht wenn MRT hochgeht, geht auch Alpha hoch, sondern es scheint andersrum zu sein. Nur die anderen Frequenzen. Deswegen brauchen wir ziemlich sicher Okay. noch das EEG. Okay, Und interessant. das andere, was mich dazu brachte, das EEG zu nehmen, ist, dass ich dort auf einer Frequenzebene bin, wo ich mit anderen Frequenzen im Prinzip Interaktionen untersuchen kann.
Also elektromagnetische Wellen, Schumann-Frequenz, diese ganzen Geschichten. Das fällt mit MRT schwer, weil bei MRT, da habe ich 1,5, 3, inzwischen bis zu 11 Tesla drin und damit habe ich keine anderen Felder mehr drin. Ich kann keine Interaktion mehr untersuchen. Das heißt, ich kill jedes Magnetfeld und kann das gar nicht mehr beobachten? Ich habe nur noch eins. Okay. Und das eine wechselt zwar sehr schnell, aber nichts mehr, was von außen oder intern kommt. Ich erzeuge dadurch auch ein Messproblem, weil ich das gar nicht mehr wahrnehmen kann. Und ich sehe dann nur noch den, also im Grunde genommen, mal kurz meine primitive Auffassung von, was bei einem MRT passiert. Wenn die das machen, ist einfach, die messen in Echtzeit den Blutfluss und leiten daraus die Stoffwechselaktivität ab. Und dann im zweiten Schritt vielleicht auch über einen längeren Zeitraum Volumenänderungen, also morphologische Änderungen vom Hirn, die da stattfinden. So ein Stück weit. Ganz, was noch? Ganz entfernt. Nein, es geht ja darum, dass das Schnellwechsel Magnetfelder, Atome ständig hin und her gedreht werden und je nachdem, wo die Atome sich befinden und Moleküle, wird dann im Prinzip eine Änderung signalisiert. Und das hängt mit dem Stoffwechsel zusammen. Wenn ich dann mehr Sauerstoff im Gehirn habe, dann kriege ich dort im Prinzip einen indirekten Nachweis, dass dort jetzt im Prinzip was aktiv ist. Und wenn ich dann Langzeitstudien mache, dann kann ich darüber im Prinzip auch morphologische Veränderungen nachweisen, ja. Und wenn ich jetzt gucke, ich habe vom EEG gar keine Ahnung, ich habe einmal eins in meinem Leben gemacht, auch eigentlich nur aus Spaß und habe nichts draus gelernt. Mhm. Was kann man jetzt aus einem EEG ableiten? Also über was liefert das genau Aufschluss? Also was auch diese ganzen Frequenzen, welche gibt es da, über welchen, also welchen Aufschluss liefern die? Und also das EEG ist nur eine Abkürzung für den Begriff des Elektroenzephalogramms. Das ist in unserem Körper so, die meisten kennen das vom EKG, vom Puls, dass jede Nervenleitung, jede Muskelaktivierung im Prinzip mit einem elektrischen Impuls verbunden ist. So, und das macht unser Gehirn eben auch, weil dort viele Neuronen drin sind. Wenn die aktiv sind, dann kann man das außen dran im Prinzip messen. Das heißt, man hat da viele Elektroden, wo dann viele Stromleitungen ablaufen. Und von diesen Stromsignalen kann man dann mit komplexen Algorithmen runterrechnen, in etwa von woher die Quelle stammt. So, jetzt gibt es dort die Möglichkeit, die Komponenten des Signals im Einzelnen anzugucken. Das nennt sich Fourier-Analyse. Das ist nichts anderes als eine Spektralanalyse. Was die meisten kennen, ist, was bei einem Prisma passiert, wenn also weißes Licht reinkommt und dann Regenbogenfarben rausgehen. Das ist im Prinzip nichts anderes als eine Frequenzanalyse des weißen Lichtes. Ich trenne die Frequenzen. So, und genau das kann ich mathematisch mit jedem Signal machen. Und dann hat man das im EEG eingeteilt in Frequenzbänder. Man hat ursprünglich angefangen mit Alpha, entspannte Frequenz, Beta ist so unser Wachzustand jetzt, Gamma ist unter Stress. So, und dann hat man entdeckt, im Ruhezustand gibt es ja noch mehr und dann ging man nach unten auf Theta und Delta Wellen und Delta sind die Frequenzen, die wir im Tiefschlaf produzieren, zwischen 0 und 1 Hertz, 0 und 4 Hertz. So, und jetzt kann man das in verschiedenen Arealen messen und einen starken Fokus im Augenblick hat der Frontalkortex, weil das immer noch sehr stark aus religiös-philosophischen Gründen den Menschen angeblich vom Tier unterscheidet. Aber das größte Problem ist, dass der es noch nicht geschafft hat, so quasi mit den Zwischenebenen richtig zu kommunizieren, zu integrieren, das Ganze. Verliert ja auch jedes Mal eigentlich. Ja, also letzten Endes gewinnt der Körper. Daher kommt auch der Spruch, der Körper lügt nie. Er lügt deswegen nie, weil er nur so quasi vom Frontalkortex unterdrückt wurde. Also der Wille steckt da primär vorne drin und ich hatte jetzt einen schönen TED-Talk gehört, der den Frontalkortex eigentlich so als den Simulator beschreibt. Das heißt, mit Hilfe unseres Kortex können wir Situationen simulieren. Also wie könnte es sein, wie sollte es sein, wie war es mal? Und dann merken Sie aber auch schon, dass genau diese Vergleichsgeschichten hier vorne ablaufen. Also jedes Mal, wenn ich anfange zu vergleichen, ist der vorne aktiv. Und nicht gerade positiv. Und das war mit ein zentrales Element im Differenzellern dann auch, dass wir gesagt haben, keine Wiederholung und keine Korrektur, weil das im Prinzip nur stört.